Ab heute gibt es wirklich keine Ausrede mehr für unbemalte Modelle auf dem Spieltisch. Mit dieser Technik kann wirklich jeder malen. Sogar eure Oma und das ohne Airbrush. Wenn ihr Paintomancy unterstützen wollt und gleichzeitig eure Malskills verbessern möchtet, schaut doch mal auf unserem Patreon vorbei. Dort gibt es monatlich 2 Videotutorials, wo ich euch uncut, Pinselstrich für Pinselstrich zeige, wie ihr die verschiedensten Sachen bemalen könnt. Und für die, die lieber etwas zum Nachschlagen haben wollen, gibt es zusätzlich noch 2 PDF-Tutorials im Monat. Den Link zu unserem Patreon findet ihr in der Videobeschreibung. Slapjob ist eine Technik, die seit diesem Jahr irgendwie wieder eine Renaissance feiert. The Slapjob. 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 Angefangen hat das Ganze mit einem Video von The Honest Wargamer. Pete geht dahin, grundiert ein Modell schwarz, danach trockenbürstet er es grau und anschließend trockenbürstet er es nochmal mit einem Weiß. Dann klatscht er einfach nur ein paar Kontrastfarben drüber und fertig. Durch den starken Hell-Dunkel-Kontrast böllern die Farben auf dem Modell krasser, was die Lesbarkeit des Modells erhöht und es vor allem auf Spieltischentfernung richtig gut aussehen lässt. Und jetzt wird sich natürlich der ein oder andere von euch denken, yo, die Technik gibt's doch schon super lange, oder nicht? Und da habt ihr auch recht. Die hat auch schon andere Namen, zum Beispiel Zenithal, Underpainting oder halt auch Grisaille. Nur hat die halt jetzt mit Slapjob einen fancy Namen. Warum mache ich also jetzt dieses Video? Naja, ich habe die Technik so ein kleines bisschen weiterentwickelt, quasi ein Slapjob 3.0. Und das möchte ich euch zeigen. Die Regel für dieses Video ist, über jede Fläche, wenn möglich, maximal einmal drüber. Keine Kantenakzente, keine Airbrush, das soll wirklich jeder nachmachen können, der gerade mit Miniaturen malen angefangen hat. Erstmal brauche ich dafür ein cooles Modell. Eins mit ganz vielen verschiedenen Farben und wenn möglichst ganz vielen verschiedenen Flächen und Texturen. Und da ist so eine Clan Escher-Gängerin perfekt. Die hat nämlich alles, was wir brauchen. Haut, Haare, glatte Rüstung, Stoff, alles woran wir die Technik ausprobieren können. Pete trockenbürstet sein Modell in diesem Video. Ich möchte allerdings eher für ein zenitales Highlight gehen und das geht auch ohne Airbrush. Dafür braucht ihr einfach nur eine schwarze, graue und weiße Grundierung und im Hinblick aufs Army Painting spart das sogar nochmal mehr Zeit. Anschließend spray ich mit meinem Grau so in etwa horizontal auf das Modell, dass man halt noch von unten so ein kleines bisschen schwarz sieht, aber man halt drumherum halt komplett das Grau hat und wenn man von oben drauf gucken würde, dann ist das Modell grau. Zum Schluss benutze ich noch Grayseer und das spray ich von ganz oben auf die Gängerin drauf. Quasi stellt euch vor, ihr seid die Sonne, beziehungsweise die Spraycan ist die Sonne und von oben schießt ihr dann einfach nochmal ein Highlight drauf. Jetzt habe ich ein halbwegs gut zenital gehighlightetes Modell ohne Airbrush. Um Kantenakzente zu simulieren, trockenbürste ich das Modell jetzt einfach nur noch mit Weiß. Und naja, das hat halt so geht so funktioniert, ist aber auch egal. Jetzt setzen wir uns direkt schon an die Contrastfarben und da habe ich vorher noch einen der wichtigsten Tipps für Contrastfarben für euch. Wenn ihr Contrastfarben auftragt, dann schaut, dass ihr immer von unten nach oben arbeitet. Das bedeutet, wenn ein Gürtel über einer Hose liegt, dann malt ihr zuerst die Hose mit den Contrastfarben und dann den Gürtel und nicht umgekehrt. Das ist besonders wichtig, wenn ihr ein Modell mit semi-transparenten Farben, wie zum Beispiel Contrast Paints, bemalt. Denn wenn ihr einmal mit einer Farbe über eine andere Farbe gemalt habt, dann könnt ihr das nur ganz schwer wieder rückgängig machen. Seid also so präzise wie möglich. Bei der Bemalung orientiere ich mich so nah wie möglich am Boxart, mache aber hier und da ein paar Abstriche. Denn ganz ehrlich, ein wildes Tigermuster schreit jetzt nicht unbedingt nach anfängerfreundlich und Speedpainting. Für die Hose und Handschuhe benutze ich ein Blau-Grau. Die Haut bemale ich mit Gilliman Flash. Da muss ich ehrlich sagen, ich finde den Farbton nicht so gut und da hätte ich lieber einfach ein Ink benutzt, das einen ähnlichen Hautton hat. Die Haare werden dunkellila. Die Gürtel werden in einem Braun bemalt. Gerade das neue Contrast Garrigax Sewer ist dafür richtig, richtig gut. Das Tuch bemale ich einem kräftigen Rot. Ball Red ist da die beste Wahl. Die Metallteile bemale ich im letzten Schritt mit einem hellen Silber. Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu hell, ihr werdet aber gleich sehen, warum ich das so hell gemacht habe. Bei der traditionellen Slapjob-Bemalung wären wir jetzt mit dem Modell fertig. Und ich muss sagen, es ist zwar natürlich nicht das krasseste Modell, trotzdem sieht es immer noch besser aus als 80% der Armeen, die man auf Turnieren sieht.
Bis zu diesem Schritt habe ich ca. 18 Minuten für das gesamte Modell gebraucht. Ich bin aber der Meinung, mit so ein paar Minütchen mehr Zeit geht da noch einiges mehr. Kommen wir also jetzt zu den zwei Schritten, die ich noch zusätzlich mache für meine Slapchop 3.0 Methode. Und das ist nochmal die Haut nachziehen und richtig schön viel Tiefe in das Modell bringen. Die noch nicht so schön aussehende Haut fixen wir ganz einfach, indem wir eine Schicht drüber malen. Dafür nehmt ihr einfach nur einen recht hellen Hautton und malt den über die ganzen Stellen der Haut drüber, die herausstechen sollen. Ich mache dabei so viele kleinere Striche. Das sorgt dafür, dass der Übergang von dunkel zu hell dann doch ein bisschen glatter wird. Ihr könnt aber auch einfach nur drüber malen, ist wirklich egal. Zum Schluss nehme ich dann nochmal einen helleren Farbton und mache einfach nur einen Strich auf die Augenbrauen, Nase, Lippen und Kinn. Bäm, fertig ist die Haut. Und Augenmalen ist für Nerds. Anschließend versiege ich das Modell noch mit einem Glanzlack. Das ist aber nicht so 100% notwendig. Solltet ihr das trotzdem machen wollen, das gibt es auch in der Spraycan. Oder ihr pinselt das halt einfach alles drauf. Jetzt passiert die Magie, denn wir mixen uns ein Ölshade. Und jetzt seid nicht direkt abgeschreckt, das ist wirklich ultra einfach. Ihr braucht maximal Hände dafür. Das ist wirklich ultra einfach. Ihr braucht maximal Hände dafür. Ich mixe einfach schwarze Ölfarbe mit Burnt Umber. Das Ergebnis soll so ein dunkleres Braun sein. Hier direkt noch ein super Tipp, holt euch solche Mini-Einmachgläser. Da könnt ihr euch euren Ölmix aufbewahren und immer wieder verwenden. Diesen Ölmix klatsche ich jetzt einfach komplett über das Modell drüber und dann heißt es warten. Nach ca. 3 Stunden ist das Modell bereit abgeputzt zu werden. Wenn ihr keinen Lack benutzt, dann macht das lieber ein bisschen früher, dann gebt dem Ganzen mal so eine Stunde vielleicht Zeit, 45 Minuten oder so. Mit Lack sind es locker 3 Stunden, ihr hättet auch 5 Stunden warten können. Zum Abputzen des Modells nehme ich so kleine Make-up-Schwämme, die ich garantiert nicht von Genie geklaut habe. Früher habe ich immer Q-Tips verwendet, aber Leute, Q-Tips sind einfach absolute Scheiße. Die fusseln die ganze Zeit dabei und dann habt ihr überall Fussel auf eurem Modell. Also nehmt diese Make-up-Schwämme, die sind ultra gut. Den Link zu den ganzen Materialien gibt es übrigens in der Videobeschreibung. Beim Abputzen gibt es auch keinen Trick oder irgendwie sowas, den ihr können müsst. Ihr nehmt einfach diesen Schwamm und streicht über die Erhöhung des Modells drüber. Hier und da noch ein bisschen an den Stellen, wo sich zu viel Öl gesammelt hat und fertig. Durch das Ölshade hat das Modell jetzt richtig viel Definition und Tiefe bekommen. Sie sieht einfach so richtig schön grimdark aus. Wenn man jetzt die Wartezeit für das Öl abzieht, habe ich für das gesamte Modell gerade mal 25 Minuten gebraucht. Und ich finde, dafür ist das wirklich ein klasse Ergebnis. Natürlich kann man hier und da das Modell noch aufwerten und halt noch mehr Zeit reinstecken, aber ich finde es einfach unfassbar motivierend zu wissen, dass ich einfach an einem Abend so eine ganze 10er-Box von denen bemalen könnte. Und hey, wer hindert mich daran, am zweiten Abend dann doch vielleicht ein bisschen mehr Zeit noch in Details zu stecken? Der Gedanke, dass ich so schnell auf so ein cooles Ergebnis komme, hatte mich total motiviert und ich habe dann noch im Nachhinein einen Space Marine bemalt, der mich sogar noch weniger Zeit gekostet hat und halt auch meiner Meinung nach richtig cool aussieht. Slapchop ist eine Technik, die es zwar schon super lange gibt, jetzt aber so ein bisschen wie ein Modetrend einfach wieder auftaucht. Und ich finde das super. Die generelle Bewegung, einfach mehr Miniaturen zu bemalen, gerade für den Spieltisch, kann gerne so bleiben. Ich liebe es, dass die Technik so zugänglich ist und wirklich jeder auf diesen Standard der Bemalung kommen kann. Das soll nicht heißen, dass das jetzt der Maßstab der Bemalung ist. Wenn ihr lieber 30 Stunden in ein Modell stecken wollt, dann könnt ihr das super gerne machen und es wird auch garantiert sehr viel besser aussehen als ein 20-25 Minuten Slapchop-Modell. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Alle Materialien für Slapchop 3.0 findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle auch vielen lieben Dank an all unsere Patrons und insbesondere unsere Paintomancer und Paintowarlocks. Und zwar Argentum, Balti, Diamond, Freddy, Frederick, Goblin Lord, Kurugawa, Philipp, Alec Light, Armin, David, Dezeroth, Freckel, Guanomaster, Holly, Hopfi, Cornflake, Kian, Lord Sizius, Markus, Matthias, Melis, Michael, Michael, Nagashur, Nörgel, Patrick, Pingotobi, Rayback, Roderick, Mortal, Shyalin, Sumsi, Sören, Theodinatas und Ulrich. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal.